Bringt das etwas, ohne nachzudenken, etwas zu machen? Oder sollte man das eher sagen lassen? Das ist grundsätzlich davon abhängig, wie tief steckt man in der Materie drinne. Das heißt, man hat für sich herausgefunden, wo ist denn letztendlich das Maß aller Dinge erreicht für den Zweig, den man jetzt da gerade aufgesetzt hat, und ist man dazu überhaupt in der Lage, das so nach außen hin zu transportieren. Das heißt, die Worte sind so verpackt und gewählt, dass man sich herausfindet, ja, ich kann da jetzt ins kalte Wasser springen und bin trotzdem darauf vorbereitet und mir ist nicht kalt. Da kann man immer wieder für sich herausfinden, was möchte man letztendlich? Ist man sich dessen bewusst oder hat man da eine gewisse Bereicherung, dass man ja für sich herausfindet, ja, da könnte es konkrete abhängige Zweige geben, die auf mich einfließen, wo ich nicht drauf vorbereitet bin. Und dann muss ich damit rechnen, dass ich von links und rechts gewisse Geschütze zu spüren bekomme, wo ich nicht mitarbeiten und hantieren kann, weil ich nicht weiß konkret, wie verhält sich das letztendlich. Und da muss man natürlich für sich Entscheidungen treffen, um herauszufinden, möchte man denn überhaupt, dass das unvorbereitet und unvorhersehbar auslaufen und ausrudern wird. Und da kannst du dir die Frage stellen, möchtest du das? Oder ist dir das viel lieber, dass du alles, was du machst, planbar, überschaubar und mit dem Ganzen drumherum, so wie sich das gehört, auch aufbaust? Nur teilweise ist es gar nicht so einfach, weil gewisse Menschen, die sind viel zu engstirnig und zu tief und zu penibel und zu genau, dass sie dann meistens da gar nicht hinkommen, weil sie das zu perfekt aufbauen wollen. Und diese Perfektion zerstört das ganze Bild, weil sie letztendlich gar nicht wissen, wie sie weiterkommen. Und wenn du das auch möchtest, wenn du für dich herausfinden möchtest, wie löse ich denn diese ganze Situation auf? Dann schick mal einfach eine Nachricht. Wir beide werden zusammen herausfinden, was da für Möglichkeiten für dich offen stehen. Und wenn das, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, gefallen hat, weil das jetzt mit anderen Menschen, die das hören und wissen müssen. Und ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. In diesem Sinne, mach da was raus und ich freue mich. Bis dann.